Und damit ein herzliches. Ist der gerade verschwunden? Herzlich willkommen. Als ob der einfach verschwindet. Ein herzliches Willkommen zu B331 Hour Free. Genau so heißt das Spiel, B331 Free Hour. Das steht für Uhr, ne? Also für Stunde. Vollidiot. Übrigens, wir sind in einer komischen Welt. Und ich glaube, wir dürfen uns nun für zwei Wege entscheiden. Einmal runter und einmal eben nicht. Nein, Luigi. Luigi. Gut, dann mache ich direkt Save State. Und reins geht's. Oh. Ups. Ja, Kamera ist wieder on top. Wie die Kirsche. Aua. Ja, diese Welt nenne ich Tetris City, weil. Aber mir fällt schon auf, irgendwie ist die Steuerung ein bisschen clumpy geworden. Ich glaube, der Switch Pro Controller ist einfach gerade ein Hund geworden. Ist hier. Ach, hier ist eh was. Ich muss nur gucken, ob der Twomp auch noch was hat. Das war Kacke. Da kann ich nochmal nachschauen. War da nicht noch eine zweite Gegend? Oder habe ich mich geirrt? Ich glaube, da war noch was Zweites. Oder ich habe einfach Alzheimer. Jetzt schon. Nee, darüber macht man keine Witze. Die fliegt einfach in der Luft. So nicht. Hallo. Du kommst her. Nein, du klippst nicht durch die Wand. Drecksding. You have to die. Hä, war hier nicht noch irgendwas? Krank. Absolut krank. Ist gar nichts. Ach, hier, oder? Hä? Bin ich dumm? Okay. Nein, geh da hoch. Geh da hoch. Du Hund. Oh. So. So. Come on. Ja, gut. Das war ein schlechter Radsprung. Das kannst du besser, Luigi. Luigi. Bitte was? Da ist einfach gar nichts, oder? Was mit den letzten 8 roten Münzen? Wo sind die? Warte mal. Vielleicht ist da unten eine. Ich würde sagen, wir sollten einfach nachsehen. Wir haben sowieso einen Safe State. Nein, hier ist gar nichts. Außer der Tod. Cool. Wir sterben die ganze Zeit. Das klingt ja nach Spaß und Spannung für die ganze Familie. Ja, wo soll man das wissen? Au! Stirb! Ich mag die Musik. Keine Ahnung warum. Das muss funktionieren. Okay. Ich sehe da einen Stern, aber vertrau dem Kack nicht. Ich habe 8 rote Münzen verlangt.
Die kriege ich nicht. Oh mein Gott, okay. Okay. Sind auf einmal auf dem Schachbrett. Ja, sieht aus, als müssten wir hier nochmal zurück. Krankes Level. Aber fürs Erste muss ich erstmal wieder verstehen, wo wir waren. Das wäre nämlich sehr, sehr, sehr gut. Ich weiß nämlich nicht mehr, wo wir waren. Okay, sorry. Ja, wo wollten wir nochmal lang? Ich weiß nicht mehr, wo zur Hölle diese Welt war, aber hier kann man mal nicht rein. Da kann man reinfallen. Ach, hier. Hier war das, oder? Habe ich recht oder nicht? Ich habe keine Ahnung, Alter. Ja, doch, 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 das ist schon richtig, oder? Oder? Ich habe keine Ahnung mehr. Der letzte Part ist ein bisschen her, ne? Ah, doch, 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 hier sind wir richtig. Hier sind wir richtig, Freunde. Können wir die Welt doch mal besuchen, aber du kannst mich mal sowas von. Ich erkunde diesmal was anderes. Und zwar gibt es so viel zu entdecken. Wie zum Beispiel das hier. Ist das... Das kenne ich nicht. Oder? Habe ich. Was ist das? Das sieht mir sehr suspekt aus. Ist aber tatsächlich gar nichts. Seltsam. Sehr niedrig aufgelöstes Bild von Prinzessin Peach. Wir machen wieder Safe State, Freunde. Wie immer. Okay, wir sind woanders. Krass. Sieht mir nach einer Gegend aus, die wir vielleicht gesehen haben könnten. Mal hier rein. Das ist hier wieder ein riesiger Teil eines... Ah! Ich weiß, wo wir sind. Ja. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wo das andere hinführt. Dann haben wir alles erreicht. Es gibt mir so richtig Liminal Space Vibes, dieser Ort hier. Ach, waren wir hier nicht sogar schon mal? Wo? Ich habe absolut keine Ahnung, wo ich bin. Und schon wieder unterbrochen. Wie immer. Kann ich. Ich kann doch einfach F5 machen. Ja, damit funktioniert das. Was ist das? Wo bin ich hier? Ach, Moment mal, ist das nicht diese Todes-Scheiße hier? Ja. Cool. Okay. Hier kam man nicht rein. Dann gehen wir mal hier hin. Wo führt uns das hin? Ah, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Aber um ehrlich zu sein, hier möchte ich nicht sein. Yes. Aua! Du Hund.
Also, wir haben was Neues gefunden. Das ist, glaube ich, ganz gut. Gut, es ist Vanilla Lobby. Sie führt zu den Aalen. Ja. Zu den anderen, glaube ich, kann man nicht rein. Doch. Wo führt das hin? Gucken wir mal. Gucken wir mal. Waren wir hier schon? Ich glaube, das ist fast Vanilla Bob on Battlefield. Nur dass der Hintergrund eben der komische von. Oh, und dass die Brücke fehlt. Ach, hier waren wir schon, hier waren wir schon. Was ist hiermit? Das könnte einfach das normale erste Level sein. Das kennen wir, glaube ich. Das ist das mit den komischen Abkürzungen. Ja, da waren wir auch schon gut. Dann gucken wir einfach mal hier. Wo führt uns. Ich glaube, das sind alles Welten, die wir schon gesehen haben. Sollte nichts Neues sein. Obwohl. Die Welt kommt mir sehr weird vor. Haben wir die schon gehabt? Sieht einfach aus wie Vanilla-Dings. Ach ja, da war ja was. Okay, ich glaube, 100 Münzen sind hier nicht möglich. Come on! Ach so, da kann man. Da kann man rumlaufen. Warum das? Ach so. So geht das. So ist die Kamera richtig kacke. Schlechter. Hier waren wir 100 Pro schon oben, oder? Wäre sehr enttäuschend, wenn nicht. Hier glaube ich war. Was ist das? Hier war irgendwo, glaube ich. Ein Stern drin, oder? Oder? Nein, doch nicht. Dann wollen wir einfach hoch. Luigi. Oh. Ah. Was? Bitte was? Was? Wir haben den neuen Stern, Freunde. Das ist aber echt weirde Welt da gerade, aber gönnen wir uns das? Wir müssen den Stern haben. Wir brauchen ihn. Komm schon, gib ihn mir. Ich weiß noch nicht, warum es mich da nicht hochlassen hat. Ach, konnte ich da ganz einfach drüber laufen? Das hat die wahrscheinlich, glaube ich, keine Rutschphysik. Bravo, Luigi. Wisst ihr, was wir probieren könnten? Nein, das habe ich nicht gemeint. Okay, das könnten wir doch nicht probieren. Was ich. Ich habe mir gedacht, wir könnten. Warte mal, F5. Ja. Und damit haben wir den Stern. Genial, Alter. Die kommen ganz normal da raus. Oder? Sind wir jetzt woanders?
Ja, funny. Okay, gut. Toad, Toad. Kannst du mir was sagen? Sag was. Der Spaß hat erst begonnen. Oh, hört sich nicht so spaßig an. Was sagt das Schild? Gar nichts. Kannst es nicht einfach nicht lesen, Luigi. Du Vollidiot. Mir fällt auf, ich kann an dem Laptop-Tastatur das gar nicht machen. Und ich sehe, das ist tatsächlich das andere Bild. Hier waren wir, glaube ich, schon. Ja. Und haben auch alle Sterne gesammelt. Hoffen wir es mal. Dann werde ich wetten, werde ich für alles wetten, dass das Aquarium schon das andere Aquarium ist. Aber kriegen wir ein Leben? Ja. Oh, es war nur ein Troll. Fick. Böse. Wir warten alle auf deine Hilfe. Tut mir leid. Ich kann euch nicht helfen. Au! Ja, hör auf, dir die ganze Zeit die Fresse anzuschlagen. Hä? Da geht's gar nicht rein. Wie dumm. Ja, moin. Okay, hier geht tatsächlich nichts. Aber es gibt noch eine Menge Wege, die wir ausprobieren können. Wofür zum Beispiel das hier hin? Hier ist der Boohoo, aber das ist das B4313 Model. Das ist einfach die. Okay. Man kommt einfach hier hin. Was passiert, wenn man in den Keller geht? Den Schlüssel dafür haben wir. Wo kommen wir jetzt hin? Zum Vanilla Basement. Hey, lol. Das ist einfach das Vanilla Basement. Oder? Hier fällt das Wasser. Oder auch nicht. Ich bin ja einfach nie. Das fällt mir gerade ein. Ich bin hier noch nie runterge. Ich bin in diesem Raum nie gewesen, nachdem ich die zwei Säulen gestampft habe. Ach, haben wir das nicht schon gemacht? Ach, ich glaube, ich weiß wieder, was das hier ist. Ja, stimmt, das ist dieser ultra weirde. Ja, hier waren wir schon. Cool, wir landen wieder hier. Aber ich glaube, das ist. Ist das nicht mit Plexel Basement auch verbunden? Also ich glaube, wir haben einfach einen anderen Weg dorthin gefunden. Ich vermute, dass hier. Ist dieses Level, ja. Yep. Interessant. Interessant. Aua. Aber ist da nicht irgendwas immer dahinter? Also kann man vielleicht zu? Kommt da sowas wie eine Bowser-Plattform? Das wäre die Frage. Ja, da ist sowas. Aber wie komme ich da hin? Ich habe alle Sterne da eigentlich erhalten. Weird. Weird, weird, weird. Mal schauen, wie wir den kriegen. Aber hier gibt es auch einige Wege, die wir bestreiten können. Zum Beispiel steht hier hinten ein Toad. Der ist tot. Platzhalter. Schön. Tipp hat einen Platzhalter, wisst ihr das? Der haltet den Platz für mich frei bei der Bude. So, hier nochmal. Safe State. Ich glaube, das ist generell das ganze Vanilla Lobby. Hier waren wir schon. Hier will ich nicht nochmal hin. Können wir uns mal die Levels ansehen, ob es auch dieselben sind? Hier kann man rein. Ich glaube, hier haben wir auch den Stern schon von Toad gemopst. Wo führt das hin?
Hey, sie Maisy Cave. Als ob. Als ob. Bitte was? Als ob. Hä? Was? Digga, was? What the hell? Hallo? Was das? Betrug? Wir sterben ja automatisch. Okay, was passiert, wenn wir schnell genug... ...das sie bekommen? Ich glaube nicht, dass das schnell genug war. Aber ich weiß nicht, ob das das Ziel ist. Oder ob wir generell bei diesem Level einfach gar nichts machen können. Nein, wir sterben hier einfach. Eiskalt. Das kann nicht sein, das glaube ich nicht. Da muss doch was sein. Ah, hä? Wir müssen dauernd rennen. Wir müssen dauernd rennen, glaube ich. Oder zumindest mit der Bombe reden. Vielleicht erfahren wir was. Verlass es! Das ist sehr sad. Hier gibt's nichts zu tun, willst du mir das sagen? Komm schon, wir kommen weit genug. Ich glaube, wir müssen in Bewegung sein. Oder? Nein, wir haben es einfach... Ja, wir müssen uns bewegen. Wir müssen uns dauernd bewegen. Okay. Okay, Freunde. Besser gesagt, dauerhaft springen anscheinend. Irgendwas werden wir schon erhalten, come on. Ich weiß nicht, wo wir sind, aber ich darf mich nicht bewegen, das ist kacke. Hallo, Kamera, Kamera. Was ist das denn hier, Alter? Okay. Hier ist nichts. Ich glaube, das ist so eine Placeholder-Map, aber ich sollte eigentlich wahrscheinlich gar nicht möglich sein, diese Map zu erkunden, aber mit der Macht der Glitches. Komm schon. Ja, diese Map sollte auf jeden Fall nicht für uns erreichbar sein. Ah, jetzt wird uns die Leben gedroppt. Okay, sehr, sehr interessant. Ich frage mich, was wir noch dort erkunden können. Das ist wirklich interessant. Also, das ist sicher so eine Welt, die an der gerade gearbeitet wird. Für die nächste Version. Würde mich sehr, sehr interessieren. Also, in diesem Part haben wir nicht so viel erreicht, aber wir haben neue Sachen erhalten, wir haben neue Wege gefunden. Wir werden auf jeden Fall im nächsten Part viel mehr kriegen. Und wie gesagt, ob wir die 100% kriegen, ich habe keine Ahnung. Ich bin mir nicht sicher, aber wenn ich das nicht hinkriege, dann gehen wir einfach straight zu Bowser. Glaubt mir, ich weiß nicht, ob wir das jemals hinkriegen werden, alles zu finden. Deshalb würde ich sagen, bis zum nächsten Part. Ciao, Medau.